Der schwarze Wehl. Schwarzer Wehl heißt bei den Leuten der große Kolk am Dorumer alten Deich, unweit der Wasserlöse. Man sagt, einst habe an der Stelle eine Witwe namens Schwarze mit ihrer Tochter gewohnt, aber ein Deichbruch habe das Haus in die Tiefe stürzen lassen und seine Bewohner das Leben gekostet. Zur Erinnerung an dieses schreckliche Geschehnis soll man dem Wehl seinen Namen gegeben haben. Heute bildet der Wehl einen tiefen, unergründlichen Teich, in dem es angeblich von Fischen wimmelt. An seiner tiefsten Stelle aber, so heißt es, steht ein gewaltiger, wohl 50 Pfund schwerer Hecht. Der trägt auf dem Kopf eine blanke, goldene Krone. Nur an heißen Sommertagen verlässt der große Fisch sein sicheres Versteck. Bei solcher Gelegenheit soll er sogar einmal eine Wanderung in einen benachbarten Graben unternommen haben. Leute, die bei der Landarbeit beschäftigt waren, bemerkten es, liefen hinzu und sperrten den Graben mit einer Poss ab. Trotzdem gelang es ihnen nicht, den Hecht zu fangen, denn er setzte in gewaltigem Sprunge über das Hindernis hinweg und entkam an seinen alten Standort. Als man im Jahre 1900 den Wehl auspumpte, um seine Fische bequemer fangen zu können, setzte eine wahre Völkerwanderung nach dem alten Deich ein. Jeder hoffte, den Hecht mit der Krone zu sehen, und mancher hatte wohl insgeheim den Wunsch, die goldene Krone für sich zu ergattern. Aber der Hecht musste sich wohl rechtzeitig in dem Schlamm eingewühlt haben, denn alles Suchen blieb vergeblich. Trotzdem heimste einer die goldene Krone ein. Das war der Wirt des Kruges am Wehl. In dessen Gaststube wurde an diesem Tage mehr verzehrt als sonst in Jahresfrist. Früher erzählte man die Geschichte vom schwarzen Wehl ganz anders, nämlich so. Vor langen Jahren, als der neue Deich noch nicht gebaut war, wohnte in Dorum, gleich hinter dem Deich, ein Bauer namens Peke mit seiner Frau Sille. Peke war ebenso reich, wie er geizig und raffig war. Seinen Leuten gab er das schlechteste Essen im ganzen Dorf. Und wenn einer von den kleinen Leuten um ein Bund Stroh für seinen Alkoven zu Peke kam, warf er ihm die Tür vor der Nase zu. Die Kinder kamen überhaupt schon nicht mehr Weihnachten oder Neujahr zum Gratulieren. Ließ sich aber auf dem Hof ein Bettler sehen, hetzten der Bauer und seine Frau ihren großen schwarzen Hund auf den Ärmsten. Wenn es dagegen etwas zu erben gab, waren Peke und Sille sofort zur Stelle. Bei hohen Fluten konnte man ihren Wagen, bespannt mit zwei schwarzen Pferden, vom Hof rollen sehen. Die beiden habgierigen Leute schnappten dann den anderen das Strandgut vor der Nase weg und versorgten sich auf diese Weise mit Feuerung für den Winter. Als Peke und Sille so an einem Herbstabend nach der Betglocke noch den Strand absuchten, fiel plötzlich ein Stern vom Himmel, genau in einen Priel. Und über den Groden schlängelte sich ein Aal, so dick wie ein Arm. Er trug eine goldene Krone auf dem Kopf und am Schwanz eine silberne Spange. Sille sah ihn zuerst. »Peke, Peke«, rief sie, »du ist die Aalkönig.« Peke lief schnell herbei. Er stach den Aal mit einer Forke fest, riss ihm die goldene Krone und die silberne Spange ab und steckte den Fisch in einen Sack. Dann warf er den Sack auf den Wagen. Zu seinem Schrecken rief der Aalkönig aber in diesem Augenblick, »Peke und Sill, dat es mien will, beholt Spang und Kron. Dat is jon Lohn, ober mi lot Leben, anders starf ji!« Doch weder Peke noch Sille ließen sich durch diese Worte warnen. »Dei schöne dicke Ohl kommt mi justo pass«, meinte Peke. »Übermorgen ist Sonntag. Du wird wir meine Pannen kriegen und Broden.« Sie fuhren also nach Hause und dort setzte Peke den Fisch in eine Aalkiste in die Tränke. Kaum hatten sich Peke und Sille nun aber zur Ruhe begeben, da begann es furchtbar zu stürmen. Der Hagel schlug gegen die Scheiben
und zugleich konnten Peke und Sille von der Tränke her wieder ganz deutlich den Spruch hören, den sie schon kannten. Aber auch jetzt ließen sich die beiden nicht warnen. Auch nicht, als sie am nächsten Morgen feststellen mussten, dass der Sturm ihre Scheune halb abgedeckt hatte. In der nächsten Nacht wiederholte sich das Unwetter. Es wurde plötzlich taghell. Ein Blitz und Donner fuhren herunter, dass das ganze Haus bebte. Und wieder konnte man den Aalkönig genau wie früher rufen hören. Aber der Erfolg war nicht anders als in der Nacht davor. Selbst dadurch ließen sich die beiden Bauersleute nicht beirren, dass der Blitz in dieser Nacht die große Eiche hinter der anderen Scheune zersplitterte und den Scheunengiebel wegschlug. Die beiden wollten sich den fetten Sonntagsbraten auf keinen Fall entgehen lassen. Kaum war der Sonntag angebrochen, holte Peke dennoch den Fisch aus der Tränke. Er schnitt ihm den Kopf ab, zog ihm die Haut über den Schwanz. Dann trug er den noch immer zuckenden Aal in die Küche. »Hier ist unser Sonntagsbraten«, rief er seiner Frau zu. Als die Leute, die bei Peke Dienst taten, ihres Herrn Worte hörten, packte sie die Angst. Sie wollten auf keinen Fall an der Sonntagsmahlzeit teilnehmen und machten sich deshalb auf den Weg nach der Dorumer Kirche. Unterdessen schnitt Sille den Fisch in Stücke. Aber nun brach der Sturm von Neuem aus. Eine große schwarze Wolke kam vom Watt her auf das Haus zu. Gleich darauf griff ein langer schwarzer Arm aus den Wolken heraus und schleuderte einen glühenden Donnerkeil auf Pekes Haus, sodass es zusammenbrach. Zugleich riss der Donnerkeil ein breites Loch in den Deich. Feuer sprühte aus der Erde und die Flut stürzte durch den Deich. Als das Wasser wieder abgelaufen war und die Dorfleute nach dem Deiche gingen, befand sich da, wo Pekes Haus gestanden hatte, nur noch ein ganz, ganz tiefer Wehl. Rundherum aber roch es nach Pech und Schwefel. Da wussten die Leute, dass der Teufel Peke und Sille geholt hatte. Die Dorumer versuchten nun zwar, das Loch im Deich noch vor dem Frost zu dichten, aber das wollte ihnen nicht gelingen. Der Deich stand und stand nicht. Schon war er zweimal wieder weggebrochen. Da kam auf einmal eine alte Frau mit einem Krückstock den Deich entlang gehumpelt. Sie hatte drei junge Aale in einem Topf bei sich und sagte, das seien die Söhne des Aalkönigs. Die Leute sollten, so riet sie, ehe sie wieder an das Werk gingen, Pekes und Silles Land verkaufen und von dem erlösten Gold und Silber drei goldene Kronen und drei silberne Spangen für die Aale machen. Dann sollten sie die Fische im schwarzen Wehl aussetzen. Die Leute befolgten denn auch den Rat der Alten und nun stand der Deich. Seit jener Zeit leben die drei jungen Aalkönige im schwarzen Wehl. Wenn nachts einmal wieder ein goldener Stern vom Himmel fällt, kann man die drei silbernen Spangen im Wehl blinken sehen. Das kommt allerdings nur selten vor. Aber die Menschen, die die silbernen Spangen zu Gesicht bekommen, sind für ihr ganzes Leben glücklich.